kann heute beim Schwimmen nicht mitmachen. Ciao, ich habe eine Eiterbeule am Fuß. Da ist tatsächlich was. Ich hasse Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf, Bert. Oh, Andi ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, krieg ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitsch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert, du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort. Ehrlich? Hä? Was? Oh. Wo denn? Wo denn? Hä? Lasst mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch, jetzt ist er auf der Seite. Schnell rüber! Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt? Morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andi. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und der ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo ein ertrinkender Angsthase drauf ist. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. It's so easy being me. I'm hard, Henry.
Ja. Das Geburtstagskind heißt Henry. Henry, sag mal, als ihr an Berts Geburtstag im Lasersepp wart, hast du da alle Laser kaputt gemacht? Nein. Und Schleim in alle Raumanzüge geschmiert? Nein. Und was war mit dem Kleber in den Moonboots? Ja, das war super. Ich meine, das war ich nicht. Tja, du hast Hausverbot im Lasersepp. Das bedeutet, wir müssen die Party hier machen. Nein, ich will aber zu Lasersepp. Ich habe allen versprochen, dass es ganz toll wird. Keine Sorge, ich kenne viele tolle Spiele. Ist beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll! Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Bäh! Henry! Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry. Ja, los, gib schon weiter, Henry. Komm schon, Henry, gib es weiter. Ist ja gut. Fang, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Hab ich nicht. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killerboy-Rats. Ihr müsst alle tanzen. Henry, sieh mal, wer da ist. Herzlichen Glückwunsch, Henny. Ich wusste schon Zahnarzt. Danke. Mama! Das kannst du später aufmachen. Jetzt gibt es was zu essen. Wenigstens wird das Essen lecker. Wo sind die Burger? Und wo meine Pommes? Erdnussbutter. Ich mag Erdnussbutter. Und ich Karottenstangen. Willst du Chips? Nein, danke, Henry. Ich will fit und gesund bleiben. Henry, du hattest recht. Deine Party ist super. Das ist die mieseste Party aller Zeiten. Ich wette, das ist auch wieder so ein überflüssiges Geschenk. Oh Mann, das trifft schon eher meinen Geschmack. Das ist alles unglaublich. Jetzt kann die Party losgehen.
so easy being me. I'm Hard Henry. Wer als erster zurück ist, gewinnt den vergrabenen Schatz. Das bin ja dann mal ich. Na los, du rostiger Roboter, ich will gefälligst auch so einen Zettel. Hey, du! Ich hab doch gesagt, du sollst hier nichts mehr anfassen. Feuer einstellen, Feuer einstellen! Alle Mann von vor Ort! Na warte, dich krieg ich schon! Dich krieg ich schon! Danke! Oh, Danke, Papa! Gut, Peter, holen wir uns noch was zu trinken, bevor wir reingehen. Wir dürfen ein Quiz machen. Das klingt lustig. Was ist die erste Frage? Wie ist dein Name? Tja, das müsste Henry wohl beantworten können. Frage 2. Boah, das weiß doch jeder. Diese Fragen sind ja baby-einfach. Cool, ein riesiger Tintenfisch. Frage 2. Wie viele Tentakel hat dein Tintenfisch? Keine Ahnung. Hey, Tintenfisch, zeig mir mal deine Tenta-Arme. Daneben nicht. Weiter zu Frage 3. Sieh mal, Papa, das Wasser ist voller Tinte. Das bedeutet, der Tintenfisch muss ganz schön Angst haben. Ich frag mich, wovor. Im Fernsehen habe ich eine Sendung über einen Tintenfischflüsterer gesehen. Vielleicht können wir mit ihm sprechen. Huhu, hallo, lieber Tintenfisch. Kannst du mich hören? Schau, Papa, es funktioniert. Wiedersehen, lieber Tintenfisch. Was glotzt du denn so? Ach, das weiß doch jeder, dass ein Tintenfisch 8 Tentakel hat. Ist da jemand? Wuff, wuff. Oh, ich wusste gar nicht, dass Fische bellen können. Vielleicht ein hässlicher Fisch. Ah, da bist du ja. Na warte, du frecher Kleiner. Ah, ich verdrück mich lieber. Bleib stehen! Ah, jetzt hab ich dich. Nein, haben Sie nicht. Komm sofort zurück. Später vielleicht. Hilfe! Lass mich hier raus! Komisch. Ich glaube, ich kann den Tintenfisch richtig sprechen hören. Ja, ich auch. Muss ansteckend sein. Ja, holt mich endlich hier raus! 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ist hier gerade ein Junge vorbeigelaufen? 45, 47, 8 und. Haben Sie noch nie was von Verzeihung gehört? 49, 50, 51. Verzeihung? Na, weil Sie mich gerade beim Zählen gestört haben. Und jetzt habe ich total den Faden verloren. Aber. Wegen Ihnen geht mir jetzt wahrscheinlich der vergrabene Schatz durch die Lappen, der mir rechtmäßig zusteht. Ich glaube, ich. 1, 2, 3. In der Nacht spende ich Licht, doch im Wasser leuchte ich nicht. Was leuchtet in der Nacht? Eine Glühbirne? Vielleicht ist es ja auch ein elektrischer Fisch. Das ist doch babyleicht. Es ist ein Seestern. Vielen Dank, Henry. Ich bin fertig. Na und? Ich auch. Wer schneller da ist? Hey, bleibt stehen. Hab ich euch. Lauf! Wir sitzen in der Falle. Gib mir einen Schuh. Was? Schnell, gib mir einen Schuh.
weiß, dass ihr hier drin seid. Es gibt kein Entkommen. It's so easy being me. I'm Henry. Ich will bei der blöden Aufführung überhaupt nicht mitmachen. Red keinen Unsinn, Henry. Du tanzt doch ganz gerne. Du tanzt den ganzen Tag im Haus rum. Das ist nicht dasselbe. Außerdem will ich viel lieber in den Karatekurs gehen. Fang nicht wieder damit an, Henry. Du machst Ballett. Punkt aus. Aber in Karate bin ich gut. Und Ballett kann ich überhaupt nicht. Madame Tutu sagt, du musst mehr üben, Henry. Sonst siehst du beim Tanzen aus wie ein Elefant. Sei nicht so gemein, Henry. Kann ich nicht in Karate gehen, Mama? Bitte. Zum letzten Mal nein. Henry, und jetzt probier dein Kostüm an. Ein Regentropfen? Du musst als Regentropfen rumhüpfen? Ja. Das sieht bestimmt witzig aus. Tröpfchen, Tröpfchen. Meinst du, dass mich dann alle auslachen, Bert? Die machen sich vor Lachen alle in die Hose. Naja, aber es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du wärst eine Pfütze. Ich muss mir dringend was einfallen lassen. Schau mal. Linda! Ich möchte viel lieber was anderes sein. Ich auch. Die Blume ruiniert mir die Frisur. La, 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 la. Und eins, und zwei, und drei. Guten Tag, meine lieben Schüler. Guten Tag, Madame Tutu. Beginnen wir gleich mit der Generalprobe. Nehmt bitte alle eure Position ein. Linda? Du warst auch gemeint. Oh, Vielen Dank. Gut, die Wolken dort drüben, die Blumen da drüben, Gewitterwolke dahin und die Regentropfen hier vorne. Es geht los. Leicht wie ein Soufflé, Kinder. Leicht wie ein Soufflé. Madame, Henry schubst mich. Och, und plié. Konzentration, Laura. Denk an ein Gewitter. Madame, Henry tritt mich. Ferse spitze, Ferse spitze. Drehung nach links und... Schön die Arme schwingen. Oh. Pass doch auf. Madame, Henry rampelt uns an. Und Pirouette. Oh. Oh. Silence. Das war eine Katastrophe. Tut mir leid, Madame Tutu. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht sollte ich lieber nicht auftreten. Jetzt hör mal, Henry. In meiner Klasse gibt niemand auf. Ach nein? Nein. Jeder hat Talent, wenn er an sich arbeitet. Und du wirst mit allen anderen auf der Bühne stehen. Verlass dich drauf. Oh. Was mache ich nur, Bert? Mir muss langsam was einfallen. Vielleicht wird die Aufführung ja so mies, dass du da überhaupt nicht auffällst. Das ist es! Genau! Bert, ich muss mir deinen Karateanzug ausleihen. Hey, danke! Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung. Flau im Magen. Meine Mutter habe ich schon gesehen. Wir sind Wolken. Wir sind Wolken. Und wir sind die besten Wolken, die es gibt. Kommt jetzt, Kinder. Es wird Zeit, eure Kostüme anzuziehen. Wird es Zeit für mein Kostüm? Oh, ich hoffe, Peter.
Peter ist nicht zu nervös. Und ich hoffe, Henry tanzt nicht aus der Reihe. Auf eure Plätze, Kinder! Beeilt euch!